Na gut, fuck it. Was ein Anfang. Nö, es gibt nichts am Lichtschwert. Oh, das sieht auch egal aus. Sieht egal aus. Dann lass uns mal auf Reisen gehen. Was auch immer das genau bedeuten mag. Die Karte hat mehr Details. So viel, dass sie laggt. Oder läuft die Karte einfach nur mit 30 Frames? I don't know. Wir sollen dahin. Okay, tun wir das. Auf nach Jeddah! Ja, dann flieg mal. Fühlt sich bestimmt gut an, nach so langer Zeit wieder im Cockpit zu sein. Es geht. Langsam gewöhne ich mich wieder dran. Ich war noch nie auf Jeddah. Fliegen wir zur Stadt? Nein, ich habe gehört, Zia ist in der Wüste mit einigen komischen Eremiten untergetaucht, den Anachoreten. Ich wünschte, sie hätte sich einen lebhafteren Kult ausgesucht. Wir empfangen ein Signal von Jeddah. Das ist Zia. Ich habe unseren Besuch angemeldet. Ich lege sie auf den Holoprojektor. Alles klar. Ah. Hier mit dem Holotisch. Das soll ein Tisch darstellen. Naja. Cal Kestis, es ist mir eine Ehre. Ja, hallo. Ist Zia da? Wir erwarten sehnsüchtig eure Ankunft. Jedoch fegt ein Staubsturm über unsere Position. Eine Landung wäre zu gefährlich für euer Schiff. Wie gelange ich dann zu euch? Meisterin Janda schickt euch eine Eskorte zum Geleit. Was, sie schickte jemand anderen? Ich sende die Koordinaten des Treffpunkts an euren Piloten. Okay, hab sie. Gebt acht, wenn ihr das Schiff verlasst. In der Wüste wurden imperiale Patrouillen gesichtet. Danke für die Warnung. Hm, ich vertraue nicht, weil Maske. Punkt. Tja. Die sind mir echt unheimlich. Ich bin schon sehr gespannt, was für einen Irren sie dir schickt. Und das Imperium ist auch da. Ich hatte auf einen schöneren Empfang gehofft. Jeddah. Baumwüste? Ja, wenn eine Stadt noch extra zu bauen und zu rendern für so ein Spiel zu viel Aufwand wäre, ne? Und natürlich weit weg landen, damit es einen Laufweg gibt und so weiter und so fort. Ich beschwere mich nicht. Wieso steht hier schon draußen? Oh fuck. So, kommst du jetzt mit, weil es die Fähigkeit für euch gibt? Pass auf dich auf. Keine sinnlosen Heldentaten, okay? Grease, hast du Märchen über mich erzählt? Ich habe außer dir noch viele andere Gesprächsthemen, Kleiner. Solltest du nicht aufbrechen, Kerl? Ich gehe schon. Ich muss nur sicher gehen, dass du okay bist. Was denn? Glaubst du, ich bin nicht okay? Deine Hände haben bei der Landung gezittert. Du hast bei der Landung meine Hände beobachtet? Oh, das ist gruselig. Ja, unser Leben liegt in deinen Händen. Ah, wenn du fliegst. Frag ich mich die ganze Zeit, wir haben ja irgendwann ganz am Anfang diese Partnerfähigkeit gelernt und wir laufen hier seit dem Ende des von Coruscant ohne Partner rum. Deswegen wundert mich das so ein bisschen. Gibt es mehr Partner? Kommen die irgendwann mal wieder mit? Oder war das ein Einmal-Ding? Na gut. Was haben wir denn? Und direkt was, wo wir nicht durchkommen. Aber es ist eine Abkürzung rückwärts, oder? Ja, nicht verbunden sei rutschen halt. Für hier? Egal, komm. Vorwärts gehen. Wird Parkour sagen, wenn Suchen wir Parkour machen. Eskorte. Der Treffpunkt liegt vor uns. Da ist ein Tierchen. Da kann man klettern. Mhm. Laufwand. Wieso ist das eine Laufwand? Lass mich doch einfach hier dran hochklettern. Okay. Achso, hier drauf. Hier wollte ich ja sowieso hin. Und willst du scannen? Yay.
Zeit für eine Kletterpartie. Festhalten, BD. Ja, hier kann er sich festhalten. Hier ist, aber auch, hier ist ja auch weiß angemalt, ne? Wow. Muss vorsichtig sein. Ach, was läuft schon? Oh. Komischer Sprung. Ja, ja, mach auf. Jetzt könnt ihr hinterherkommen, wenn ihr wollt. Wait, unser Bode-Ding, das kann sogar fliegen. Mit dem Jetpack. Stadt. Oh, dürfen wir doch in die Stadt? Nicht übel. Komm, wir sehen uns das mal genauer an. Ja, es sind Ruinen. Kann man safe machen. Halten wir einen Moment an. Ein Respawn safe. Ich kenne mich doch. Gleich lerne ich das erste große Viech und versuche zu killen und falle sofort aufs Maul. Bleiben wir in Bewegung. Das ist mein Ziri Erfahrung. Wen interessiert das? Lauf um dein Leben, wenn du nicht auf diesem Felsen sterben willst. Oh oh. Lieber nicht auf den Sand gehen, okay, Kumpel? Ich will nicht als Snack enden. Okay. Aber hier ist alles Sand. Ist der markiert für irgendwas? Nö, ne? Also einfach nur schnell bewegen, I guess. Weg, Nebenwege, Ziel. Was ist das Ziel? Interesting. So, was gibt's denn hier so zu entdecken? Gibt's hier auch diese komischen... Heim für Re? Weil hier ist, die gibt's eigentlich nur auf dem alten, vorherigen Planeten. Okay, testen. Sand. Und da kommt's, okay. Ist es ein Soforttod? Wollen wir das testen? Komm, wir testen das. Ist das ein Soforttod, wenn es uns erwischt? Ja. Oh, naja, Soforttod ist das falsche Wort. Wie halt Klippen in dem Spiel funktionieren. Du wirst wieder hochgeportet, kriegst Schaden, fertig. Das ist nicht so wirklich wichtig, oder? Hm. Oh, hallo. Guten Tag. Schwert fühlt sich sehr spammy an bei großen Gegnern. Ich will die Kombo mal durchbekommen. Ich habe es extra gelernt. Extra die Skillpunkte für ausgegeben. Ja, müsste kletterbar sein. Egal. Da sind wir jetzt hingegangen. Hier in die Seite. Okay. Ja. Ernsthaft? Was ist rutschig? So ein Witz, oder? Come on. Ich weiß noch genau, auf dem vorherigen Planet diese eine Stelle, wo ich dachte, es wird rutschig und es war es nicht. Und hier? Beim ersten Licht brechen wir das Lager ab. Wir haben kaum noch Wasser. Wenn wir keine Oase finden, erreichen wir die Pilgerbrücke nie. Ja, die Schriftrolle. Oder Jade. Jade. Dieser Planet, keine Ahnung. Das ist das nächste Handel-Item, was du denn für Verstärkungen tauschen kannst. Wer weiß. Okay, warum gibt's das hier alles? Oh, wieso geht das nicht? Wieso ging das nicht? Hm. Bist du zu gierig?
Hat das überhaupt eine Bedeutung da oben? Muss es geben. Wobei das Wort muss immer relativ ist, weil sowas. Ich kann hier drauf. Warum? Bin ich doof? Ja, bin ich aber. Warum gibt's das? Darf ich später mal durch? Oder soll ich irgendwie sowas tun? Ach, ich habe keine Ahnung. Leck mich doch. Aber später wieder. Hier ist Stein. Zählt das als sicher? Oh. Egal. Ach, hier haben wir diese Fliegedinger wieder. Die wir noch keinen Zugang haben. Bin ich da rüber? Ich weiß gar nicht, wie ich hier hinkomme. Ob das hier der Weg ist? Wahrscheinlich nicht, ne? Ist tot? Naja. Ey. Hilfst du mir mal bitte? Okay. Gibt's noch einen Flammenwerfer, Heini? Zum Scannen vielleicht? Nope. Ist denn mein Kumpel gelandet? na gut. Habt ihr euch aber sehr bedrängen lassen hier, wa? Na gut. Ach, das. Ein Raumschiff. Das Kanonenboot fliegt zu dem Treffpunkt. Sie werden vor uns bei Sphere's Escorter sein. Sieht sehr nach richtigem Weg aus. Jetzt will ich wissen, was hier ist. Und komm. So neugierig bin ich mal spontan. Spawnt er denn dort, wo ich lang will? Jetzt auch so irrelevant ist. Meinst du, wir sind hier sicher? Eigentlich schon. Sprites kommen nicht durch Fels. Wir werden auf die. Augen nach oben. Ich höre nicht. Okay, dann nicht. Ah, Stuff. Natürlich Stuff. Kram, Stuff. Audiosensoren. Das klingt immer so toll, aber Ende ist einfach nur eine andere Farbe für unseren Droiden. Nicht scannbar? Nicht öffnbar? Öffnbar? Okay, dann nicht. Und waren da schon beide Seiten hier hin? Ja. Das ließ sich schnell checken. So muss das sein. Natürlich ist da noch so ein einsames Ding. Hau rein. Wow. Ja, ich nehme euch nicht ernst. Es passiert ja nichts. Ja.
Ui. Es ist so billig. Ich würde mich wahrscheinlich mehr beschweren, wenn es ein Instant-Tod wäre. Also, was soll ich sagen? Wie man es macht, man macht es falsch, ne? Ich sehe ihn. Oh. Ey. Wenn man auch gleich springen muss, ich wusste das Timing nicht. Doof, wenn du in deinen Todestrigger reinrutscht, den du nicht sehen kannst. Naja, Todestrigger ist immer relativ bei euch hier. Irgendein Greifhaken oder so. Lächerlich. Aber gut. Oder bist du jetzt weg, nachdem du einmal mich insta-killt hast? Oh, normaler Boden wieder. Never mind. Jetzt, okay. Freddy! Lang. Gute Rettungsaktion. Kann ich mich da ranhängen, wenn ich näher hinkomme? Weiß ich noch nicht. Hm. Da ist was irgendwo. Oh, andere Seite. Okay. Der Random. Gibt einfach nicht auf. Das verlangt Respekt. Kein Respekt für Todestrigger. Hättest du gleich um? Da habe ich schon endlich Zeit. Und flop. Nicht? Ich bin enttäuscht. Oh, wie? Schön. Gemeinschaftsplatz. Ah ja. Okay. Okay, wo soll ich lang? Hier ist weiterhin das Ziel. Dann will ich natürlich hier gucken. Imperiale. Passiert, gibt sie oft. Werkbank, ach, wozu? Ist so unnütz. Abkürzungen, das ist immer gut. Ich sehe dich. Hallo, schieß mal. Ihr seid zwei von denen, ne? Hoffentlich gewinne ich. Los, holt ihn euch. Ich treffe ihn nicht. So, getroffen. Der richtige Weg war. Ich will sie nicht kommen, forget. Keine Spur vom Piloten. Sollen wir das melden? Halt die Augen offen. Früher oder später wird jemand kommen, um diesen Speeder zu holen. Und halte jede Person fest, die hier vorbeikommt. Verstanden. Darf ich hier rund? Oh, ich darf hier lang klettern. Könnte das nicht weniger hoch sein? Dann würde ich einfach runterspringen auf euch. Wir müssen die Eskorte vor dem Imperium finden.
Oh, brichst du jetzt runter? Nicht? Oh. Hey, ein Respawn-Punkt. Halten wir einen Moment an. 3 Skill-Punkte. Schnellreise. Theoretisch hätten wir zur Auswahl, naja, den Eingang. Komm, warum nicht? Hier oben gibt es irgendwas, was ich noch lerne. Ich glaube, ich warte. Vielleicht wird das ja sogar lohnenswert sein. Allerdings bin ich auch hier noch interessiert an die Sache. Ja, nicht du, aber ich glaube, der war das. Auch Schub gegen schwere Gegner. Was kostet mich zu viel? 1, 2, 3. Hätte ich jetzt 4 Punkte? Vielleicht mich dazu zwingen wieder, aber noch. Du bist doch wahrscheinlich kletterbar und das ist Todeshöhe, oder? Ja, das ist Todeshöhe, ganz klar. Hast du mir zugesehen? Wie in alten Zeiten. Überrascht, mich zu sehen? Ich dachte, sie schicken wen, den ich nicht so gut kenne. Viel zu voreilig von dir, Cal Kestis. Seit wir uns zuletzt sahen, hat sich viel verändert. Ich seh's dir an. Komm, mein Speeder steht da vorne. Dein Landspeeder? Die Sturmtruppen haben ihn. Mit denen werden wir schon fertig. Und uns haben sie jetzt doch. Bereit? Schön. Versuch Schritt zu halten, Jedi. Immerhin ist sie wieder Stellt da. Stellt euch den Zorn von Datomir. Komm wieder her! Ui, dieser Angriff. Vorsichtig! Ich bleib kurz zurück. Okay, wir kriegen das hin. Sie sind aus dem Gleichgewicht. Nicht nachlassen! Vorsicht! Lass uns gemeinsam kämpfen. Hey. Also sie stunt jetzt einfach nur einen Feind. Und stunt sich damit selber, okay, aber. Warum hast du das getan? Feind nähert sich! Fang die! Ich schaff das! Mir ein Ziel. Hol ihn euch! Ich brauch Unterstützung! Hey, bitches! Ich werde Deckung brauchen! Ich kann nicht mehr kämpfen! Das war auf Cooldown, ne? Die Fähigkeit. Ihr könnt nicht entkommen. Heißt, man kann spammen. Könnte einfach werden, das weiß ich noch nicht. Cal, die Wand! Da kommen noch mehr. Erledigen wir ihn gemeinsam. Ich bin bei dir, Jedi. Ach so einer. Bleib wachsam. Hast du den auch stunnen? Ihr werdet uns nicht entkommen. Oh Gott, ja. Integrität gefährdet. Sei nicht unvorsichtig. Ich bin bereit. Ja.
Ja. Spaß. Ich habe sie. Ausweichendes Verhalten erkannt. Das war der letzte. Du hast neue Tricks gelernt. Du anscheinend auch. Ja, unser Droide hat ja das Übernehmen gelernt, irgendwas dort. Ich habe jetzt nicht gesehen, was das soll, aber... Ach, stimmt, wir konnten ja die anderen Leute immer hinschicken irgendwo. Sie kann teleporten. Also wird es wahrscheinlich genauso das gleiche können. Ja, gleich. Wahrscheinlich nicht mehr als der andere Typ auch. Kann zwar fliegen, aber braucht einen Befehl dafür. Ich habe ein Kletterkabel. Siehst du was zum Festmachen? Wie ist das? Gott. Aha, interesting. Wo sind wir jetzt gelandet? Okay. Och, später Sachen. Weglicht, das ist klar. Na gut. Ich dachte, du reist durch die Galaxis. Was machst du auf Jeddah? Jeddah ist ein Teil der Galaxis, Kerl. Gut zu wissen. Ich besuche Seer von Zeit zu Zeit. Als ich hörte, dass die Mantis kommt, habe ich angeboten, dich zu führen. Das heißt, du bist noch mit Seer hier? Das heißt, sie ist auch da? Wir müssen auf die andere Seite. Ja. Sieht aus wie eine Schriftrolle. Wie lange die wohl schon hier liegt? Ja, das könnte klappen. Ich habe sie zwar halbwegs vermisst. Ich kannte sie nur aus dem Vorgänger und da war sie gefühlt letzten 10 Minuten dabei. Gefühlt. Sie war länger da, aber sie war eigentlich aktiv dabei. Das Ding kann runter. Da können wir da hinten hoch. Okay. Tschö. Na, willst du was sagen? Gut. Wir sollten uns beeilen, Kerl. Ein Sturm zieht auf. Komm, da lang. Kannst du mich nicht berühren und mit mir teleportieren oder sowas? Sturmtruppen. Wir sollten sie umgehen und von oben angreifen. Das hört sich gut an. Du bist böse. Wie kommst du darauf? Das ist nur ein Speeder. Doch das tut ziemlich verbeult. Es ist ein langer Fußmarsch von hier bis Tosch. Es gibt Berichte über Feinde in diesem Bereich. Sollen wir noch einen Spätrupp losschicken? Wir decken schon ein viel zu weites Gebiet ab. Wir halten hier Wache und behalten die Situation so im Auge. Verstanden. Oh, ich hasse. Wir sollten sie erledigen, bevor noch mehr kommen. So wie damals auf Nashadar? Richtig. Du gehst vor, Kerl. Ganz was Neues. Ihr wart auf Nashadar? Oh. Ach, so einen wieder. Oh, ja. Arbeit frei! Hab's gehört! Kerl, Vorsicht! Halte mir den Rücken frei! Ich brauch Verstärkung! Ich brauche keine Kämpfer zwischen mir und meinem... Waren das alle? Dafür werden sie bezahlen. Aha. Na komm hier, ich kann das doch. Oder nee, BD kann das. Geht's dir gut? Ja, mir schon. Nur meinem Speeder nicht. Auch wenn sich der Sturm gelegt hat, ist jetzt so weit weg, um zu Fuß zu gehen. Was soll denn? Woran denkst du? Vielleicht nimmt uns jemand mit. Na dann, komm mit. Fliegen hast du noch nicht gelernt, oder? Leider nicht. Dann müssen wir einen anderen Weg finden. Ja, dann tu. Kannst du alleine tun? Oh nein, könnte nicht. Was willst du eigentlich von mir? Warum blinkst du? Ich meine, ich weiß, was ich tun soll. Das ist sicher nicht das Problem, ne?
Da. Kannst du es sehen? Ja. Ah, so gut wie fliegen. Du kannst es immer noch. BD ist ein bisschen langsam. Das war ein Witz, Droide. Also BD ist langsam. Würde er alleine laufen, oder? Hier durch. Ja, ich muss immer nach Items gucken. Na, du halt deine Hand in den Stein rein, wird schon stimmen. Vielleicht ist das eine deiner Fähigkeiten. Du steckst doch nicht fest. Oh, Sith-Spucke. Der Weg ist versperrt. Leuchtet blau. Ich weiß, was das heißt. Hier. Oh, pass auf! Oh, ups. Willst du mich umbringen? Tut mir leid, ich dachte... Es ist okay, Kerl. Bleib zurück. Ich mach das. Was machst du da? Ich stelle das Muster wieder her, das du ins Chaos gestoßen hast. Unglaublich. Das sah anstrengend aus. Brauchst du eine Pause? Der Sturm kommt. Ich ruhe mich aus, wenn wir in Sears Basis sind. Hast du das gelernt? Datomir. Du bist wieder zurück? Ja. Meine Schwestern sind fort, doch ihre Weisheit bleibt. Das ist eine Zwischengeschichte. Irgendwo. Weil, nee, so sehr interessiert bin ich nicht, um mir das anzusehen. Wait. Warum ist hier unten noch Dings? Gibt es hier irgendwas zum Einsammeln? Nope. Ah, die Spamele. Hey. Waren wir hier vorhin schon? Nee. Natürlich lasse ich. Wir haben Zeit, oder? Na, sie bleibt. Die Kreatur ist fort, aber sie wird zurückkehren. Wir hätten diese Reise niemals antreten sollen. Mögen die Jedi uns beschützen. Oh Gott. Okay, wo soll ich lang? Da lang oder da lang? Oh, hier ist zu. Gut, brauche ich nicht mehr gucken. Aber es ist das Ziel. Interessant. Edding. Noch nicht. Versuche weiter Kontakt herzustellen. Erst. Wann immer du bereit bist. Das war wirklich ein schönes. Mehr als erwartet. Ein Kampf. Wie in alten Zeiten. Bewegung, Bewegung! Unsere Artillerie ist außer Gefecht. Direkter Treffer! Greif ihn an! Schnell! Achtung! Oh. Gut zu sehen, sie macht auch Schaden. Ich halte sie fest. Schlag jetzt zu! Execute! Wie gemein. Na hier, Jedi Ritter, kämpf fürs Gute. Halt ihn fest, lass mich ihn abstechen. Gott. Ja, mach dein Ding dahin. Nein, kannst du dich darum kümmern? Natürlich. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Ja, ja. Oh, wait, warum ist da eine Laufwand? Komm ich da hoch? Wir werden es wissen. In einer Sekunde. Das ist nicht der Weg zu Sears Basis. Ich will mir das nur schnell ansehen. Ich bleibe hier. Fuck. Oh, bin ich jetzt auf der... Ich glaube, das hatte ich vorhin gesehen von hier aus. Nee, das ist für mich... Das ist höher, das ist anderes. Okay. Glaube ich zumindest. Gib mir Skillpunkt. Alles andere ist mir mega geil. Ein Skillpunkt. Nice. Jetzt bin ich wieder auf der Seite hier.
Hier war nichts anderes. Direkt in die Richtung. Nicht mal auf die Seite geguckt. Na gut. Hast du etwas gefunden? Ja. Du solltest öfter Umwege machen. Ich habe die gesamte Galaxis bereist. Erinnerst du dich? Wie könnte ich das vergessen? Die gesamte? Oh mein. Ich habe gerade gedacht, Skillen respawn Gegner, aber nur das Ausruhen jetzt getan. Ah, Idiot. Oh. Keine Ahnung. Oh. War das jetzt so vorgegeben? Oh, ich hätte oben lang gehofft. Alles gut. Unten ist ein Loch. Hier auch. Das ist bestimmt lustig. Mein Training zahlt sich aus. Bye, have a great time. Oh ja. Was hast du da gefunden, Kumpel? Ah, okay, hier, komm. Wir haben hier einen Eindringling. Oh Mann, bin er denn? Noch ein Punkt. Yay. Ich sollte vielleicht einfach committen auf irgendwas. Man kann ja einmal umsonst respawnen. Okay. Komm, wir sind ganz stumpf. Da kann ich das irgendwie so machen. Ah, Bullshit. Er würde da durchpassen in echt. Oh, hi. Wo denn her? Warum? Also ganz ernst. In echt hat er sich dann darauf festhalten können und alles. Wo kommt ihr jetzt her? Ich bekomme kein freies Luftfeld. Oh ja. Das ist vor mir. Vielleicht von dahinter noch. Ach, keine Ahnung. Wahrscheinlich. Jetzt tiest das schon an. Guck mal da unten, aber du kommst nicht hin. Ach, jetzt sie gerade aufgeräumt, wa? Hey, sie ist nützlich. Sie haben Angst vor dir. Ich weiß. Sie nennen mich den Wüstengeist. So viel dazu. Wüstengeist, hä? Imperiale heimzusuchen ist sowas wie ein Hobby von mir. Ja, du wirkst sehr OP. Okay, ich bin noch nicht anders hingekommen. Habe ich was übersehen? Ist doch hier drinnen, ne? Nicht da, sondern da. Es muss eine Ewigkeit gedauert haben, diesen Ort zu bauen. Und jetzt sind die Erbauer fort. Ich bin bei meinen Reisen auf die Überreste vieler Zivilisationen gestoßen. Alles verfällt, Cal Kestis. Nicht alles. Ich habe deinen Optimismus vermisst. Er ist heutzutage selten in der Galaxis. Ja, komm. So, nochmal, sie hat die ganze Galaxis bereist angeblich. Bisschen groß, oder? Also nicht das ganze Weltall. Wie das ist, das Universum ist alles. Galaxis ist nur ein Sternsystem. Ist ja nicht groß genug. Und die Tür von der anderen Seite. Geh auf. Oh, dann nicht. Oben oder unten? Ich will runter wegen diesen Dingens. Muss ich oben oder unten lang? Ich weiß es nicht. Gegner nähern sich. Auch runter. Oder geht's? Ah, hier ist auf der anderen Seite. Weißt du, wer das war? Ich nicht, aber Seer vielleicht. BD, sieht ja aus wie Cal. Was, wer? Ist Sturmsoldat hier? Ist da jemand? Nope. Lass sie nicht betroffen! Kein Eindringling! Leiser, Herr! Schnell, erledigt ihn! Du kannst nicht gewinnen, stimmt? Oh. Die sehen aus wie Jedi. Seer sagt, Jedha war einst die Heimat von vielen, die deinesgleichen verehrten. Vielleicht waren sie es. Meinesgleichen. Autsch.
Hey, Farben. Gewöhnliche Farben. Da ist die Oase. Jetzt ist es nicht mehr weit. Sieht vielversprechend aus drin. Und hoch geht's weiter oder runter? Ach, ich will jetzt mal nicht. Noch nicht denken. Was auf dem Weg. Will ich wissen, was da unten ist. Gegner voraus. Ja, ja, Kleinviecher. Weiter so. Alles okay? Stirb jetzt bloß nicht, Jedi. Der Schaden. Clever. Hm? Das war's dann für sie. Hm. Ah, gut. Mein Instinkt, oder auch räumliches Denken, hat mir so eine Vermutung gegeben. Und bist du nützlich? Macht erhöht. Bleib dabei, Skillpunkte sind besser. Man kann ja Skillpunkte auch benutzen, um Macht zu erhöhen. Oder Gesundheit. Von daher. Die ganzen Grafik-Glitches die ganze Zeit in den Wänden. Wenn hinter einer Wand eigentlich nichts ist, ist schlimm. Wieder hoch. Und wie. Willst du mich nicht gleich runterschubsen? Jetzt aber. Weiter geht's, hoffentlich. Früher bist du gerne geklettert. Es ist nützlich. Wenn das ein Witz war, hoffe ich, dass du abstürzt. Die mit dem Rumgeteleportiere, ey. Oh, hallo. Achtung! Schalten wir sie aus. Ja, ja, tschüss. Sie sind nichts. Keine Angst. Oh, ich kann fliegen. Du bringst mich nicht um. Was passiert? Oh, zu spät. Das waren alle. Hätte ich den in der Luft gerade mit ihr binden können? Wenn ja, was wäre was? Oh, was haben wir hier für eine Abkürzung? Wie, wo ist das denn? Ah, okay, hier bei dem. Ach, das wird wahrscheinlich die andere Seite sein und deswegen rot, weil du dann aufmachen kannst einfach. AKA, Abkürzung. Na, los. Ein Skrytenbau. Aber wo ist der Skryten? Da kommt etwas. Nehmen wir uns den gemeinsam vor. Einverstanden. Müssen wir ja sonst nie. Hier, Kumpel. Meinen Kräften entkommt niemand. Sie stolpern. Bitch. Wir brauchen Stim. Hält mich auf sie. Ich werde sie binden. Ist der gefühlt schon tot? Aua. War's das? Gute Arbeit. Gleichfalls. Sehen wir uns das mal an. Der Waffenwechsel ist immer so zäh und laggy. Das Problem ist ja wirklich, jede Animation blockiert jede andere Animation. Und das merke ich bei sowas immer wieder. Hey, Waffenwechsel, damit ich mal stark angefangen kann. Waffenwechsel blockiert. Soll ich einfach mal weiter? Hilfst du mir? Muss ich? Naja, ich kann auch hier bleiben, also. Danke. Sir wäre enttäuscht, wenn ich dich in der Wüste zurücklassen würde.
Das Spamel. Meinst du wirklich, du kannst eins zähmen? Ein Versuch ist es wert. Mhm. Da haben wir hier. Da ist der Rückweg, okay. Bist du müde? Ich sehe mir nur alles an. Hm. Genau. Eine Oase! Wir sind gerettet! Jetzt haben wir die Kraft, die Kreuzung zu erreichen. Mögen die Jedi über uns wachen. Naja. Der Sturm kommt näher. Wir müssen gehen. Leck mich. Oh. So viel zu diesem Weg, wenn ich hier nicht rüberkomme. Wie komme ich da hoch? Ach, lass mich gerade nicht wieder vom Tierchen ausspringen. Bist du anders wie das Pferdchen? Oder das halbe Pferd? Ach, keine Ahnung, wie Viecher hießen. Ey, du da. Werd von mir unterdrückt, damit du mich liebst. Na also, Kumpel. Brauchst du Hilfe? Blop. Danke. Doch klar. Aber ich schaff's auch so. Na los. Um eine Romanze zu teasern. Er ist ein Jedi, er darf doch nichts. Gott. Okay, ihn bewegt auf jeden Fall anders. Ist es weit bis zur Basis? Nicht mit unserem neuen Freund. Und kann jetzt ich? Haben wir Zeit, uns auszutauschen. Da hast du recht. Es ist Jahre her. Du hast sicher die gesamte Galaxis gesehen. Beinahe. Wie war's? Großartig. Die sinkende Stadt Kurator. Die Klippen von Persaia. Die Galaxis leidet. Aber es gibt immer noch Schönheit. Begegnungen mit dem Imperium? Ja. Es sind dunkle Zeiten. Ich habe möglichst vielen geholfen. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Geht mir genauso. Wo auch immer ich war, habe ich oft an dich gedacht. Aha. Okay, alles gut. Langsam. Ruhe. Ist da doch was zwischen dir und ihr gelaufen? Wait, hier ist nichts weiter. Da muss ich mich dann allerdings erst umgucken. Ich dachte, jetzt ist... keine Ahnung. Ich habe aufgehört zu reden. Danke fürs Mitnehmen. Muss ich mich genauer umgucken. Hier sind wir gerade und es scheint kein Tor zu sein, was die nächsten Erkundung verhindert. Es bietet sich doch viel zu sehr an, dass hier irgendwas ist. Mano, Spiel, du bist ein Arsch zu mir. Du willst einfach, dass ich falsch liege mit sowas, ne? Ja. Okay. Vielleicht kann jemand in Sias Basis was damit anfangen. Ja gut, ich war hier vorne, aber nicht da. Okay. Ich hatte also recht, so fertig. Schnell. Na gut. Auch rutschimmun wie das andere Reittier. Na gut. Da war die Stelle. Da war dieser Weg. Das war, da oben sind wir lang. Nur die Ruhe. Und hier sind wir dann gleich wieder oben, wo ich nicht lang kam. Ach, das passiert so oft. Genau. Hier war dieses Ding. Hier war der Weg. Also einmal durchgekrochen. War das doch hier irgendwie? Ah, nee, da ist die Stelle noch. Egal, komm. Alles, das ist der Rückweg. Alles, was rutschig war, ist jetzt begehbar. Soll ich überhaupt gut lang? Gemacht. Oder soll ich genau lang überhaupt? Ach, das ist der Weg. So. Wie geländetauglich bist du denn, Viech?
Das hier hätte ich nicht erkannt, muss ich sagen. Nicht erwartet. Gleich hier Aussicht genießen. Yay, riesiger Sandsturm. Ich habe noch nie so einen Sturm gesehen. Es ist schwer zu sagen, wie lange einer dauert. Wir sollten nicht warten, um es rauszufinden. Ganz meine Meinung. Du bist hier jahrelang aus dem Weg gegangen. Warum besuchst du sie jetzt? Ich brauche ihre Hilfe. Wir suchen etwas, das mit dem Orden zu tun hat. Interessant. Bist du noch wütend, weil wir gegangen sind? Ich habe es nicht kommen sehen, Maren. Dass jeder von uns getrennte Wege geht. Ich verstehe, Cal. Aber wir hatten unsere Gründe. So ist es gut, mein Freund. Wie, das wird ein langer Weg nachher. Die Abkürzung. Halt. Also das ist die nicht wirklich schneller als wir, oder? Hätten wir auch zu Fuß laufen können. Naja. Langsam. Sie sieht immer so aus, als gäbe es hier was zu gucken. Ich kann hier nicht absteigen. Okay, never mind dann. Weird. Spamil, Freund, geht das nicht schneller? Du schaffst das! Ah, jetzt kann er sprinten. Vorher ging's nicht. Oh, hi. Vorher hatten wir auch keinen Platz zum Sprinten, zugegeben, aber... Wir müssen uns beeilen! Schneller! Fliegende Läufer. Kein Boden gewesen, oder? Wir müssen schneller werden! Das Spamel hat Angst. Es wehrt sich. Oh. Ja, schön. Noch so einer. Okay. Maren! 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 Kannst du mich hören? Ich sehe sie nicht, BD! Okay, wonach richte ich mich? Steine, Gebäude, Windschutz halt. Bist du okay? Vorerst. Hier lang. Wohin jetzt? Wir müssen in Bewegung bleiben. Schnell, Cal. Mehl hingelaufen. Das spielt jetzt keine Rolle. Cal, hier lang. Ja, ja, ich folge deinem Hintern, keine Sorge. What? Ja, bitte sofortige Abholung. Wie lauten meine Koordinaten? Ich kann nicht mal meine Hand sehen. Bitte wiederholen, die Verbindung bricht ab. Ich kann meine Hand nicht sehen, aber 10 Meter weiter den Typ. Nicht die Frau mit der Fackel, sondern den Typ ohne. Wer immer das gebaut hat, muss das Muster der Stürme gekannt haben. Beeindruckend. Ich bin interessiert. Sie sind... Ja. Wie in alten Zeiten. Greif ihn an! Ja, ich hab ihn erwischt! Geh weg. Ich schieße jetzt. Das kannst du nicht lange machen. Das ist ein Schlag mit der Wahl. Oh Gott. Cal! Hilfe! Stimmt, bitte! Meinen Kräften entkommt niemand. Du
Poolgeist und looked explosions, I guess. Hörst du das? Das ist doch nicht etwa... Das Spamel muss Unterschlupf gefunden haben. Hier lang. Das Spamel hat uns gerettet. Dann verzeihen wir ihm, dass es uns zurückgelassen hat. Einverstanden. Oh, hallo. Darf ich mich auch mal eine Runde ausruhen? Na schön. Das sollte für die Nacht reichen. Setz dich. Was haben du und BD erlebt, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben? Dasselbe wie immer. Das Imperium bekämpfen, aushelfen, wo es geht. Wir konnten nirgendwo lange bleiben. Und, ich glaube, wir sind auf etwas gestoßen. Ein Ort, wo das Imperium uns nicht finden kann. Aber ich müsste den Kampf aufgeben. Und viel mehr als kämpfen kann ich nicht. Cal. Sieh in das Feuer. Es schenkt dir Wärme. Es lässt dich nicht allein. In dunklen, einsamen Nächten, oder? Doch lässt man es außer Acht, werden die Flammen alles auf ihrem Weg verzehren. Bis nur noch Asche übrig bleibt. In kalten Nächten aber, Nächten wie dieser, ist ein wärmendes Feuer perfekt. Und die Gesellschaft ist auch nicht übel, oder? Hab dich vermisst, Maren. Ich dich auch. Ich konnte nicht bleiben, Cal. Ich musste erst lernen, die Galaxis auf meine Weise zu sehen. Was hast du gefunden? Mich selbst. Im Angesicht aller Wesen und Welten, auf die ich stehe. Datomir bleibt natürlich meine Heimat, aber... es kann nicht bestimmen, wer ich bin. Mir war nie klar, warum du gegangen bist. Aber jetzt, wo wir hier sitzen, glaube ich, du hast das Richtige getan. Du hast eine Stelle übersehen. Morgen. Das Wetter hat aufgeklärt. Gehen wir. Okay. Nee, ich muss gucken, ob da was liegt. Hier lang. Die Basis ist nicht mehr weit. Ah, sie wurden automatisch geheilt. Okay. Hatte sich von sich ergeben. Wie kamen wir her? Und diesmal kann man was sehen. Ich habe wieder ein bisschen Kontrolle. Hier sind wir gestürzt, glaube ich, war das. Ungefähr. Nee, hier sind wir gestürzt. Und hier war dann direkt das Zeug. Okay. Ich denke nicht, dass es hier was zu finden gibt, oder? Okay, zur Not verpassen wir eine Schriftrolle und uns ein Kosmetik weniger kaufen oder was auch immer. So,
So. Die Macht ist mit mir. Ich habe gepennt, aber nicht gebetet. So. Also. Gegner heranziehen. Usch, interessiert mich nicht so sehr, aber ist nicht schlecht. Gruppe Gegner zurückstoßen. Das wäre nützlich gewesen, wo die ganzen an der Klippe standen die ganze Zeit. Dann hier jetzt das große Gegner schubsen. Scheint auch noch nützlich zu werden. What fuck it. Nur eine Taste mehr haben zu drücken. Oder zwei. Und auch zwei andere, je nachdem. Und du warst der Konter für Dinges. I don't know. Wozu den anderen Konter haben mit Macht? Kann nicht lernen, ja, aber Überlegung. Gut, alles kippt um. Deswegen. I don't know. Aber hiermit kann man sie zusammenziehen. Das passt dann sogar zum zwei, also zum Doppellichtschwert mit dem AOE-Gedöns. Das heißt.